Hallo, heute mache ich ein Video, was ich schon sehr, sehr lange machen wollte. Eine Rezension zu, das ist ein bisschen Grinch, der Name davon, aber zu der Rock My World Reihe von Jamie Shaw. Der erste Teil meiner Friends machen sich manchmal ein bisschen lustig darüber, ich mich selbst auch, aber der erste Teil heißt Rock My Heart, Rock My Body, Rock My Soul und Rock My Dreams. Da ich jetzt endlich auch mal das Buch zu Ende gelesen habe, dachte ich, mache ich einfach mal so eine Rezension dazu, wie ich die Bücher fand. Das Ding ist, ich habe den ersten Teil schon vor einem Jahr oder so gelesen, also die anderen drei Teile auch. Also falls ich nicht mehr alles so ganz genau weiß, es tut mir sehr leid. Aber ich fange einfach mal an mit dem ersten Buch, Rock My Heart. Erstmal grob, worum es überhaupt geht. Es geht um die Band The Last Ones to Know. Die besteht aus Adam, Joel, Sean und Mike. Das ist praktisch so eine Band, die immer mehr aufsteigt. Adam ist der Sänger, Joel ist, glaube ich, der Bass spielt. Sean ist der Gitarrist und Mike der Drummer. Correct me if I'm wrong, ich weiß es nicht so genau. Aber ja, im ersten Teil geht es halt praktisch um Adam, wie der das Mädchen Rowan kennenlernt. Ich will nicht zu viel spoilern, aber also Rowan und die gehen auf das Konzert, um halt einfach so zu chillen. Ich glaube, Rowan ist 18 oder 19. Da sieht sie aber ihren Freund, wie er sie betrügt. Und dann ist sie so voll am Ende und so. Und dann trifft sie Adam. Ja, genau. Im zweiten Teil geht es um Joel, der Bassist. Ich glaube, es ist der Bassist. Und da trifft er Rowans beste Freundin Dee. Dee wird halt praktisch als das komplette Spiegelbild von Joel beschrieben. Weil Joel ist ein F-Boy und Dee ist ein F-Girl. Und die treffen sich halt durch halt Rowan und die lernen sich halt deswegen alle so kennen. Und beide wollen halt nie was Festes haben, aber als sie sich dann kennenlernen, wird alles anders. Genau, darum geht es eigentlich hier. Ich muss sagen, manche Stellen hier sind sehr detailliert geschrieben. Beim ersten Teil war es nicht so, aber beim zweiten Teil die Charakteren, die. Eine Freundin von mir, Laura, falls du das siehst, du weißt, was ich meine. So nervig ist die. So verdammt nervig. Die ist so eine Drama-Queen. Also ich könnte meinen Kopf gegen eine Wand schlagen. Ich habe das Buch gelesen und ich musste aufschreien, weil die mich so genervt hat. Und der konnte einfach oft nichts dafür, weil die waren halt beide irgendwie voll gleich und keine Ahnung. Da treffen sich halt Joel und Dee und die wollen halt beide nichts Festes irgendwie, aber ja, mehr sag ich nicht. Beim dritten Teil geht es um Sean, der Gitarrist. Sean wird sehr nice dargestellt. Also wenn ich sehr nice meine, dann meine ich sehr nice. Und hier geht es darum, dass die einen neuen Gitarristin oder Bassistin, Gitarristin, und dann hier kommt Kit ins Spiel. Kit ist ein Punk-Girl, so wird die beschrieben, mit langen schwarzen Haaren, mit zerrissenen Sachen und so. Und Sean und Kit haben ein bisschen Vergangenheit zusammen, von der Highschool. Und sie erinnert sich voll an den, weil halt zwischen denen was passiert ist, wo sie immer noch ein bisschen in ihn, sag ich mal, verliebt ist. Und sie denkt, dass er sich nicht an sie erinnert, aber das tut er. Was dann weiter passiert, also sie kommt in die Band halt und dann haben die ein spannendes Aufeinandertreffen und ja. Den Teil, den habe ich erst gestern habe ich den fertig gelesen. Hier geht es um Mike Madden. Mike ist der Drummer. Also der wird sehr süß beschrieben, ein bisschen too much manchmal, aber der hat jahrelang auf die Richtige gewartet und der hat eine Freundin, die Danica. Die interessiert sich nicht wirklich für ihn, sondern eher für seinen Ruhm. Die waren nicht mehr zusammen, aber dann plötzlich, als die Band halt so voll groß wurde, kam sie wieder auf ihn zu. Dann kam auch die Cousine von ihr, die Hayley Harper. Hayley Harper ist so genau das Gegenspiel von Danica. Und die treffen halt beide auf den Mike Madden. Vor dem Tourbus stehen die. Hayley ist sehr ähnlich zu Mike, also was so von den Hobbys angeht und so, vom Videospielen und so. Und dann treffen sie aufeinander. Und Hayley ist halt für Mike die Liebe seines Lebens. Und ihr Plan war es eigentlich nur in die Stadt zu ziehen. Ich weiß nicht genau, wo die wohnen. Und es war eigentlich ihr Plan, ihre Uni abzuschließen und ihren Job und im Tierheim weiterzuhelfen und so. Sie ist sehr finanziell abhängig von Danica, weil sie selbst nicht so viel Geld hat. Ihre Eltern haben nicht so viel Geld, aber ihr Onkel finanziert ihr das Studium. Und deswegen hängt sie so an Danica, weil sie darf sich nicht so von ihr wegtrennen, weil sie Angst hat, dass ihr Studium, weil in den USA ist es ja so teuer, dass es dann nicht mehr finanziert wird. Hayley ist auch sehr nervig, also muss man sagen. Sie kann sich halt manche Sachen nicht leisten, aber ich habe das Gefühl, sie stempelt sich das so, also
sie stempelt sich deswegen die ganze Zeit ab. Ja, sie kann nur Secondhand-Kleider tragen. Sie hat nur Secondhand-Hosen. Das ist doch nicht schlimm. Also, keine Ahnung. Also, sie ist schon ziemlich nervig. Wenn ich ein Buch aussuchen könnte, was mir am besten gefällt, dann ist es definitiv das erste. Weil hier geht es ja um Adam Everest. Voll der coole Name irgendwie. Und der ist irgendwie am sympathischsten. Die sind alle irgendwie so F-Boys. Ups, oder? Aber irgendwie sind sie mir sympathisch. Und ich wünschte, mir würde sowas im Leben passieren. Aber wird's nicht. Ja, ich hoffe, das Video war in irgendeiner Weise hilfreich. Ich kann die Bücher nur empfehlen. Weil mir haben sie sehr gut gefallen. Charakterweise sind sie sehr nervig. Außer Rowan. Rowan ist die einzige im ersten Buch, die voll sympathisch ist. Die tut keiner Fliege was. Die will ihre Uni machen. Nichts weiter. Die ist der Inbegriff von nervig. Kit ist auch sehr, sehr sympathisch. Also die ist auch überhaupt nicht schlimm oder so. Und Hayley ist so grenzwertig. Also die kann man noch, aber irgendwann wird es zu viel. Ich hoffe, das Video hat euch in irgendeiner Weise gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!